Axel Storm ist für uns in Moskau. Wie haben Sie diese Proteste auch persönlich erlebt am letzten Wochenende und an diesem Wochenende? Ja, also das war schon ein beispielsloses Ereignis, was sich da abgespielt hat, sowohl jetzt gestern als auch am vergangenen Wochenende. Die Art und Weise, wie die Sicherheitskräfte, also die normale Polizei und auch die Spezialkräfte OMON, werden die hier genannt, vorgingen gegen unbewaffnete, teils friedliche Demonstranten, nee, größtenteils friedliche Demonstranten. Das war schon sehr beeindruckend. Da wurden Menschen auf offener Straße wegverhaftet, die einfach nur ein Plakat aus der Jacke gezogen haben und in den Himmel gehalten haben. Und sagen wir es mal so und vorsichtig, zimperlich ist man dabei nicht gewesen. Das war relativ beeindruckend. Und gestern wurden natürlich auch Dutzende von Journalisten festgenommen. Das ist etwas, was nicht so häufig kolportiert wird. Aber bis zu 60 Kolleginnen und Kollegen sind gestern festgenommen worden, einfach bei der Ausübung ihrer Arbeit. Ja, was tut sich Putin mit dieser Politik für einen Gefallen? Und die Frage ist natürlich auch, ist das eine Revolution? Also um Ihre zweite Frage vielleicht als erstes zu beantworten, es ist sicherlich absolut zu früh, um von so etwas wie einer Revolution zu sprechen. Was wir hier momentan erleben, ist eine Melange aus natürlich der Aufregung über den Fall Nawalny und dessen geschickt inszenierter Rückkehr nach Russland, dessen geplante Inhaftierung und die gleichzeitige Veröffentlichung dieses Palastvideos, aber auch die Kombination mit Alltagsfrust, der sich aufgestaut hat über viele, viele Jahre, Frust über sinkende Reallöhne, Frust über eine schleppende Wirtschaft, besonders jetzt in der Pandemiezeit, Frust darüber, dass viele Menschen doch das Gefühl haben, dass die Mächtigen im Kreml die Bodenhaftung verloren haben, den Kontakt zur Bevölkerung und eigentlich gar nicht mehr agieren im Sinne des Volkes, sondern in ihrem eigenen Sinne. Das ist das, was wir hier erleben. Aber so viele Menschen, wie man bräuchte, um von so etwas wie einer Revolution zu sprechen, sind eben nicht auf der Straße. Es gibt eine große Zahl von Menschen, die mit Alexei Nawalny und seiner Antikorruptionsbewegung nichts anfangen können. Es gibt viele, viele Menschen, denen es zu gefährlich ist, auf die Straße zu gehen. Es gibt viele Menschen, die einfach unpolitisch sind. Also das ist im Moment der Stand der Dinge hier. Was passiert eigentlich mit den Festgenommenen? Ja, da gibt es unterschiedliche Optionen, die da passieren. Wir gehen davon aus, dass die meisten Menschen festgenommen werden und dann eine Nacht auf einer der vielen Polizeiwachen verbringen, am nächsten Tag wieder freigelassen werden und vermutlich eine Ordnungsstrafe aufgebrummt bekommen. Das dürfte ein Betrag sein, irgendwas zwischen 100 und 250 Euro an Ordnungsgeld. Das gilt für die sogenannten Ersttäter, also die Menschen, die zum ersten Mal gestern zum Beispiel auf eine nicht genehmigte Demonstration gegangen sind, sich haben festnehmen lassen, die werden so sanktioniert. Bei Wiederholungstätern sieht die Geschichte schon ganz anders aus. Da droht tatsächlich auch Ordnungshaft. Menschen können bis zu 14, 15 Tagen ins Gefängnis kommen. Die Geldstrafen fallen entsprechend höher aus. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für ein Profil man hat. Grundsätzlich muss man sagen, die in Anführungszeichen einfachen Bürger werden nicht so hart bestraft wie zum Beispiel Menschen aus dem Nawalny-Umfeld, Aktivisten zum Beispiel. Ja, dann sind wir beim Stichwort Nawalny. Alexei Nawalny ist ja quasi in Haft, wie auch immer die genau aussieht. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Was sind die Aussichten? Wird da eventuell noch mal nachgelegt? Also ich glaube, dass wir davon ausgehen müssen, dass Alexei Nawalny auf absehbare Zeit hinter Gefängnismauern verschwindet. Es gibt mehrere Strafprozesse gegen ihn. Der erste ist sozusagen, steht morgen an. Das ist der Nachklapp zu einem Verfahren aus dem Jahr 2013. Die Justiz würde gerne die damals verhängte Bewährungsstrafe gegen ihn umwandeln in eine Haftstrafe. Das wären dann ungefähr 3 Jahre Haft. Und Ende der Woche steht Alexei Nawalny wieder vor Gericht. Da geht es um die Verleumdung eines Weltkriegsveteranen, was hier auch strafrechtlich sehr scharf sanktioniert werden kann. Und vor 2, 3 Wochen hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, sie ermittelt erneut gegen Alexei Nawalny in einem Prozess wegen angeblicher Unterschlagung von Spendengeldern. Also da kommt sehr viel auf ihn zu und die Perspektive ist nicht wirklich rosig. Ja, wir müssen mal noch ganz kurz zum Schluss reden über diesen ominösen Palast, der angeblich Wladimir Putin gehören soll. Was weiß man darüber genau und wie hart kann man diese Fakten eigentlich machen in Russland?
Also wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, wir wissen, wir haben kein Detailwissen über diese Immobilie da am Schwarzen Meer. Gesichert ist, das Ding gibt es, dieser Palast oder dieses große Gebäude steht dort. Gesichert ist auch, dass es ein abgesperrtes Territorium ist, dass es ein Überflugverbot gibt. Also viele Dinge, die in dem berühmten Nawalny-Video, das ja inzwischen über 100 Millionen Mal schon angeguckt wurde, kommuniziert wurden, die sind wahr. Und in der vergangenen Woche hat sich ein alter Weggefährte des Staatspräsidenten zu Wort gemeldet. Der stammt noch aus St. Petersburger Zeiten. Und der hat vernehmen lassen, dass er sozusagen der Begünstigte ist dieser Immobilie, was auch immer das bedeuten soll. Also da dieser alte Weggefährte verfügt offenbar über das Schlüsselrecht zu dieser Immobilie und er plane daraus ein Apart-Hotel zu bauen, ein Hotel mit kleineren Apartments. Also wenn man sich das Video von Nawalny so anschaut, dann fragt man sich, naja, ein Palast mit einem Eisstadion unter Tage und zwei Helikopterlandeplätzen und so weiter, was das für ein Apart-Hotel werden soll. Aber das ist der Stand der Dinge zum Palast momentan. Ja, apart auf jeden Fall. Wir sind mal gespannt, wann wirklich mal die Wahrheit darüber rauskommt. Danke für heute, für die frischen Informationen aus Moskau. Axel Storm.